Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier in Thüringen. Ja, ich muss leider nachts anfangen, weil zurzeit mir läuft das Rohmethan wird einfach nicht verarbeitet. Ich muss noch was bauen. Und zwar diesen Generator. Mittlerweile produziere ich so viel von der Silage her, dass ich da so einen Generator noch zulegen kann. So. Generator 1. Generator 2. Also. Sag mal, was leichteres, was besser. Ich könnte so bauen. Das ist der kleinere Modell, aber ich meine. Der größere, naja. Da wäre der Gehweg im Weg. Aber das passt schon so. Und ich bräuchte eigentlich noch einen zweiten. Der passt da auch genau hin. Und. Ja, genau. Der erste und später kommt hier noch ein dritter hin, wenn passt. Das bedeutet, ich probiere es mal gleich. Da nicht. Müsste mich hier ein bisschen drehen. Ich habe ja auf der Marsch ja 5 Stück, glaube ich. Alle laufen irgendwie. Mit dem Symbol nach vorne. Da passt genau hin. Das Gebäude muss hier so weg irgendwann. So. Zug kaufen wir aber nicht. Inaktiv. Aktivieren. Aktivieren. Und aktivieren und aktivieren. Jetzt müsst ihr eigentlich mit Einschwung Rohmethan, dann noch mal Taschenlampe an, Rohmethan, das hier für Gülle, da kommt nichts. Gülle haben wir nicht so viel. Einmal hier haben wir fast 40.000 Liter. Das reicht schon für 3 Stück. Dann haben wir hier also knapp 30.000 und hier noch. Hier haben wir 12.000 drin. Würde aber sobald ich keine 3 gebaut hätte, sofort Probleme verursachen und ja, man müsste praktisch stilllegen. Ne? So, die Dinger sind gut gefüllt. Jeweils Mais- und Gras-Silage. Hier ist noch ein bisschen Mist drin. Mist wird auch nicht ganz reichen. Und hier drin ist Gras- und Mais-Silage. Ist auch gut gefüllt. Leider geht da kein Mist rein, aber Mist haben wir eh nicht. Und hier ist aktuell bei 30%. Das sind 2 Millionen Liter, die müssen verarbeitet werden irgendwie. Ne? Also wir gerade zu tun beim Winter. Ich werde auch, sobald die Maisernte erledigt ist, auf 2 Tage umstellen. Minimum. Vielleicht sogar 3 Tage. So. 3 Fahrzeuge sind gestartet. Den werde ich noch tauschen. Da werde ich einen anderen nehmen. Das meine ich mit dem Geld in Reserve, ne? Denn das wäre ja äußerst blöd, wenn wir jetzt theoretisch das alles hätten, wir müssten das als Rohmethan verkaufen, das wäre ja wahrscheinlich ein Verlust, ne? Also vom Verdienst her. So, den Tag da werden wir nehmen und den Güllelang einlassen wir hier. Ja, die Kühe brauchen auch noch Futter nebenbei, also spätestens morgen früh. Und dann Licht machen hier.
So. Dann tauschen wir den Wagen um, gucken, was ich da programmiert habe. Mit Kurs, mit Autoreif. Denn den Traktor nämlich eigentlich zum Verdichten und ja, verdichten. Ne? Gut, die Hänge habe ich jetzt alle, was ich habe, genommen, was ich, da ist. Der ist Silo 3-2. Silo 3. Den wir starten. Wir haben relativ große weite Entfernung. Das ist vielleicht ganz gut, wenn wir drei Fahrzeuge haben für je zwei Silos. Spätestens beim großen Feld wird sich das bemerkbar machen, dass wir da Fahrzeuge brauchen. Wahrscheinlich auch einen zweiten Häcksler, mal sehen. Muss ich mal schauen, dass wir müssen noch ein Dings kaufen. Ein Maisgebiss, kann man sagen. So, und hier stellen wir auch entsprechend ein. Welt 53, 54 und das war 2-3 Silo. Man sieht die ganzen Zahlen im Kopf behalten. Silo 3, 2. Mal ganz kurz Kontrolle machen. Das so stimmt. Ja, würde ich meinen, ne? Der macht ja nur 43 km/h. Entschuldigung. Wäre ein bisschen zu wenig, ne? Ja, 6,50. Aber wir fangen jetzt an, würde ich meinen, mit Highsec-Mais wechseln. Mal kurz gucken, was die Kühe machen. Noch keine Milch. Aber immerhin schon 100% Gesundheit. Naja, vielleicht morgen früh. Gut. Hier beginnen wir. War hier oben in der Ecke. Ist der reif? Wachstum. Mann, das ist schon ein bisschen heftig, ne? Gehen wir auf der Zeit ein bisschen vor, dass wir nach 0 Uhr kommen. Licht anmachen hier. Brr. Ausklappen. Dann kann man ersten gleich mal ran. An Häcksler, ne? Das ist ja nur ein relativ kleines Feld. Das sollte eigentlich mit drei Fahrzeugen funktionieren. Weil die anderen schon auf Feld Dings schicken, oder? So. Y möchte gerne eine Uhr erreichen, vielleicht ist dann reif, ne? Also ob es denn Fruchtfolge ist gut, also ist auch so eine Methode, also hier ist Fruchtfolge ist aber separat bei, ne? Also Matab lässt sich drunter laden, also da mal gucken, was nächstes Jahr rausbringt, da kann man hier zum Beispiel einstellen. Da gibt es ein Symbol für Fruchtfolge. Nach Mais kommt Gerste 1,10. Das wäre eine Option. Und dann Raps und dann Weizen. Über 1 ist mein besserer Ertrag als. Oder hier. Gras für 1%, Pappeln. Baumwolle und Zuckerrüben geht übrigens nicht. Ne? Also Zuckerrüben wäre schlechter. Getrocknet werden auch ganz gut. Feuerbohnen, Sonnenblumen auch schlecht. Mais 1,10. Nur so als. Der Mais ist erntereif. Jetzt können wir wieder Geschwindigkeit bremsen. Also ich muss ja ein bisschen heute alles schaffen, ne? Denn morgen ist das vorbei. Also Dezember ist jetzt praktisch der Ernte Erfolg nicht mehr gegeben, ne? Also wie das heißt, Mais frisch kann es nicht mehr sein, ne? Häckseln kann man trotzdem. So, wir brechen jetzt den Kurs. Auf Vorgewende. Vorgewende, ja.
und Job starten. Ich fahre mal gleich mal mit. Das ist Frischmais, auch wieder Frischmais. Ja, Widerspruch an sich. So. Ich muss mal Tempomat einstellen. Die erste Runde fährt mal so mit. Seht ihr was? Könnt ihr was sehen? Ja. Mal mehr Licht machen. Ja, ist mir rennt die Zeit davon, also das ist das Problem. Da hätte ich noch bis 0 Uhr gewartet. Kann trotzdem die Zeit ein bisschen. Wenn man den Luxus, dass wir früh um 5 kriegen oder 6, wenn ein bisschen heller wird. Aber wenn die drei fahren, dann kann ich die anderen drei auch einstellen, ne? Ja, mal so, ne? So, ja. Karambolage. Wollen wir nicht. Der Bruder ist voll. Auf geht's. Ich muss mal auf Straße fahren. Da gibt es ja keine Verbindung zu jetzt. Also wenn auf dem Feld wäre, vielleicht schon. Ne, das ist Quatsch. Da. Wie lange brauche? 2 Minuten. Rein theoretisch. Aussteigen. Die Felder muss ich alle pflügen. Also, naja, mal schauen. Dezember. Wenn nicht gerade Schnee fällt. Dann haben wir 3 Flüge oder 4 mit da. Beim kleinen Feld, da kann man eben einen Flug arbeiten. Können wir, müssen wir nicht. So, mal Licht machen, ne? Öffne mal ganz kurz. Wir fahren mal auf dem Nachbarfeld, das geht nicht anders. Das eigene Feld zu fahren war ja dann ein bisschen blöd, ne? Aber gut. Keiner gesehen, ne? Solange die Felder nicht gehören, kann man keinen Schaden machen. Also daher, alles gut. So, schon 0:40 Uhr. Muss ich nur gucken, wie in der BGH das läuft, ne? Also ab 0 Uhr mal gucken, ab 0 Uhr 1, 1 Uhr muss ich mal gucken. Könnte sein, der Ertrag ein bisschen höher ist, weil wir eine Stufe weiter sind. Könnte. Ich sag mal so, ist abhängig von der Sorte, ne? Also jede Sorte ist anders und hier im LS haben wir immer nur eine Sorte, ne? Das ist, ich sag mal so, leider so, ne? Hier geht das noch ein bisschen intensiver, ne? Also Reifegrad, ob nun für Körnermais besser geeignet oder Silagemais oder von der Region ist es auch ganz wichtig, ne? Also Wachstumsperiode, ne? Also wie lange dort das Wachstum ist. In Schweden wird sicherlich das nicht so funktionieren wie in, sagen wir, südlich der Bayern, der Alpen. Also Bayern ist ja nördlich der Alpen. Ja, voll. Hat er mir wieder keinen Freiraum geschaffen, ne? Versuchen wir mal was hinzukriegen. Er muss ihn mal fahren lassen, also ich komme da jetzt nicht rückwärts rausgefahren. Das war nix. Mal probieren.
So. Das sieht schon mal ganz gut aus. So ein kleines Feld, ne? Ist ja noch dunkel. Rohmethan fast voll. Man sieht ein bisschen Kopf, ne? Also Mist ist ja leer, klar, los. Maisgelade geht auch leer. Ja. Ja, auch noch ein bisschen drinne. Frischmais. Mal sehen, ob das annimmt. Ist ja eigentlich jetzt trocken, ne? Noch ein bisschen Licht. Und. Ja, wie gesagt, auch zwei oder drei Tage muss ich einstellen. Da muss ich. Sonst haben wir hier bei der Ernte meistens nur einen Tag bei voller Reife. Ist äußerst knapp. Und wenn noch ein Tag Regen kommt, als Regentag, dann ist Körnermais nicht möglich. Gut, Mais-Silage sicherlich, aber man will ja auch ein bisschen flexibel sein, ne? Der Wald natürlich sehr dicht dran, ist natürlich ungünstig, ne? Ich habe Probleme. Junge, ich werd alt. Die anderen fahren noch. Ich kipp gerade ab. Oh, hat geklappt. Das ist ein Erfolgserlebnis, wenn dann so ein Kurs auch funktioniert, ne? Aber ich habe heute mal in mir reingeschaut beim Livestream, der den Kurs gemacht hat. Den Link haben wollt, müsst ihr ja einfach so einen Kommentar, ne? Und dann gebe ich den Link weiter. Am besten zum direkt von ihm, ne? Also hier sieht er wieder so schlecht aus. Ich lasse ihn mal hier rausfahren. Aber es geht nicht anders. Also, wenn ich fahren würde, würde alles kaputt gehen. Du fährst auch los. Ist zwar nur ein kleiner Anhänger, aber immerhin, ne? Ich muss hier nämlich fleißig und dicht und die BGH betreiben. Ja, das ist gut. Ist ja alles programmiert, ne? Also von daher. Mal durchhalten, bleibt finde ich ein Faktor, der da ist. Er. Dann haben wir jetzt 6 Fahrzeuge unterwegs und ein Häcksler. Das nenne ich meine Hausnummer. Wie früher in Thüringen mit 3 Häcksler früher. Ach so, kann er auffahren? Na gut. Ah, mein Bein. Wenn der Muskel gezerrt wäre, also. Um Gas geben hier. Oder starten. Momentan voll, das ist gut. Das ist ein bisschen Reserve, ne? Da brauchen wir da jetzt keinen. Das mal. Ich finde es immer richtig interessant, wenn das hier so perfekt klappt. Ich muss hier noch ein bisschen Licht aufbauen.
klappt besser wie bei mir, weil er fährt ja entsprechend höher. Ich finde das mit O3 finde das besser, wenn das so ein Keilsilo ist. Dann die fahren ja immer auf flachen Stellen halt wieder raus und müssen fahren sie so nicht fest, ne? So bei 10 wird ein bisschen knapper und kühn auch, oder? Muss ich mal gleich mal gucken. Wieso will er da lang? So. So war es ja nicht geplant. Ich muss da ein bisschen mal eingreifen. Bei uns. Er hat halt den Kurs genommen, ne? Dann muss ich doch so machen. Oh. Oh, ist eng. Hier ist eng. Das ist schlecht. Wenn die sich gerade hier treffen, wo es eng ist. Dann mach es anders. Dann über ein Fahrzeug nehmen wir zwei. Das wird sich aber nicht entflechten, wenn die weiter weg sind. Ne? Also vom anderen Feld ist weiter weg. Das ist nicht ganz so tragisch. Durchschalten. So. Da wollte er lang. Das geht nicht. Ja, aber ich kann für die Entfernung keine kleinen Fahrzeuge nehmen. Das ist. Das geht einfach nicht. Ich meine, gut, im Reale wird einer Platz machen, ne? Aber wir haben kein Realleben hier. Momentan voll ist, dann heißt das immer einen guten. Dass wir hier viel produzieren. Aber mehr brauchen wir nicht anschaffen. Muss auch nicht alles bedient werden, wenn ja keine Silage da ist. Ne? Dann ist eine momentane Reserve für ein Quartal ganz gut. Aber wir haben hier fast die ganze Grasilage verarbeitet. Das ist gut. Ja, Samstag und Shooting-Tag, ne? Bei mir jedenfalls. Aber abends, ne? Also nicht, dass ich am Tage jetzt hier, ne? Also da vor mir das hatte ich zu tun gehabt mit Hochladen und Ausfüllen, ne? Bilder bearbeiten und so und alles. Und dann haben wir da halt hier, ja, irgendwas anderes, ne? Hauptfall halt, ne? Der erste da.
Unten links ist ganz wichtige Hilfe. Also hier Inspektor, was die anderen machen. Und wo fährt der? Kommt er da von rechts? Ja. Ich dachte, die kommen alle von oben. Das ist auch so ein Kurs programmiert. Ein Stuhlpitch allerdings. Ruf danach neu. Zusammenbrechen. Da habe ich noch einen alten Reserve. So, so und schnell kaufe ich jetzt keinen neuen Stuhl. Aha. Der neue so ein, eine Neuentwicklung gesehen von Samsung. Ich meine, ist aber auch ein heftiger Preis. Ne? Also den Preis haben sie noch nicht gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass ein heftiger Preis wird. Monitor von 57 Zoll. Also das ist dann schon eine Steigerung von meiner ist 43 Zoll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bis ich mich hinstellen sollte. Da wären die begleitenden Tore alle bedeckt, also nicht zu sehen. Na gut, dann würde ich mir in der Höhe einen hinbauen. Mit Halterung. Also das wird schon gehen, ne? Wenn man sollte. Und wenn der Geld sehen kommen würde. Lotto gewinnen und sowas, ne? Oder jemand sagt, gib mal eine Spende. Jo. Wird nicht passieren. Noch keiner was verschenkt. Also nach der Nacht ist ein bisschen angenehmer und spielen. Alles aber auch. Ich verfresse dann wie Viecher. War alles. Mal gucken, Kühe erstmal. Gibt's doch gar nicht. Da liegen sie fast tot, ne? Das gibt's doch. Ich hatte um 20 Uhr gefüttert. Kannst du nicht mal nachts durchschlagen. Also da muss ich auf jeden Fall umstellen auf 2 Tage oder 3. Ist es ein bisschen anders. So. Oh, jetzt tun die Hüfte weh. Aber liebe Schauer, das sollte schon mal gewesen sein. Ich sage schon Dank fürs Reinschauen. Ciao, ciao. Tja, dann geht's hier weiter. Hier. In Thüringen. Tschüss.